XSLT. Was? Ja, ein bisschen Werbung, wenn ich schon, ne? Das sollte ja ein bisschen sein. Ne? Ja. Also ich sollte ein bisschen über XSLT was erzählen. Das ist eigentlich dieses Template-System, das wir in Sorby Pro benutzen. Grundsätzlich ist die Idee entstanden daraus, dass ich mal halt ein paar Vorlesungen in Fachhochschule hatte. Und ich würde ja mal ein bisschen erklären, wie die Anwendung von XSLT, oder fangen wir damit an, was eigentlich XSLT ist. Das ist eine vollständige Programmiersprache, mit der man einfach XML-Dokumente, deren Struktur in eine andere Struktur überführen kann. So hauptsächlich war das gedacht. In Sorby Pro passiert das in dieser Weise, dass die XML-Struktur von Sorby Pro einfach in eine andere XML-Struktur überführt wird, und in diesem Fall die andere XML-Struktur ist einfach HTML. HTML ist ja auch eine XML-Sprache. Die Idee dazu ist gekommen dadurch, wie uns das erklärt worden ist, was eigentlich, wie man anwenden kann, wozu kann man eigentlich XSLT anwenden. Und zwar ein gutes Beispiel ist dafür, stellen Sie sich vor, wir bauen einen sowas in der Art wie eine Radius-Search-Applikation, für die wir bestimmte Go-Daten brauchen. Und wir stellen selber zur Verfügung einen Server, bei dem man die Geodaten aufrufen kann. Das ist natürlich schon eine Sache, nur wir selber sind nicht besonders groß. Also wir können die Geodaten nicht wirklich zur Verfügung stellen. Also wir brauchen selber immer eine Quelle dafür. Und meistens die Quellen sind, es gab so mal ein Beispiel in einer Firma, glaube ich, hatte einen kostenlosen Navigationssystem zur Verfügung gestellt. Die Daten hatten die, glaube ich, von Nokia gehabt. Und Nokia hat irgendwann dann die Daten einfach verweigert. Und dieses Navigationssystem ist eigentlich verschwunden, weil die sich auf dieses Format eingelassen haben. Und wenn man so einen Service selber baut, das heißt, wir stellen bestimmten Format zur Verfügung, aber wir wissen nicht unbedingt, in welchem Format wir die Daten bekommen. Wenn man dafür XSLT benutzt, können wir beispielsweise die Daten von momentan OpenStreetMap bekommen. Wir können die aufrufen. Die Daten aus OpenStreetMap sind in einem bestimmten Format, und eigentlich mittels eines kleines XSLT-Template können wir die Daten in einem anderen Format überführen. Wir hatten jetzt gerade das mit Ronny, deinen Vortrag, den ersten. Ronny ist von RedShop Component, falls jemand nicht weiß. Er hat ja auch was Interessantes gesagt dazu, was mir auch eine Idee gebracht. Da gab es ja eine Diskussion über die, wie heißen diese SAP-Systeme? Ja, also in allgemein diese waren Wirtschaftssysteme, und prinzipiell, er hat was Interessantes gesagt, diese Daten heute stellt man aus so einem Programm wie RedShop Component oder Virtuman, denke ich mittlerweile vielleicht auch, in ein XML-Format. Und prinzipiell ist das relativ einfach, wenn wir in einem bestimmten XML-Format diese Daten haben und dieses Warenwirtschaftssystem, das wir haben, erwartet die Daten aber in ein anderes Format. Es ist relativ einfach mit XSLT die Daten aus einem Format in einen anderen überführen. Und grundsätzlich ist genau diese Idee hinter Sorby Pro. Sorby Pro stellt Daten zur Verfügung in XML-Format, in von uns vordefinierten XML-Format. Und mittels eines Templates können wir die Daten in der Regel einfach aus diesem XML-Format, das Sorby Pro zur Verfügung stellt, in dieses HTML-Format überführen. Aber was wahrscheinlich auch nicht jedem aufgefallen ist, wir können die Daten, und das machen wir auch, von XML-Format in RSS-Feeds umwandeln. Die RSS-Feeds in Sorby Pro ist nichts anderes wie ein anderes Template. Und für unsere Clubmitglieder habe ich hier auch mal so ein Template geschrieben, das eigentlich ermöglicht, ganz einfach eine Print-Funktion in Sorby Pro einzubauen, das eigentlich nichts anderes ist, auch wie ein anderes Template. Gut, das denke ich, was alles. Eine Frage? Also es sieht natürlich, wenn man sich ein Sorby Pro Template anguckt, auf den ersten Blick ein bisschen anders aus, als das, was man jetzt normalen HTML-Template. Ja, also es ist ja natürlich, was ich gesagt habe am Anfang, XSLT ist eigentlich prinzipiell vollkommen, in Wikipedia steht so schön, ein
Turing funktionale Sprache. Das heißt, man kann eigentlich mit XSLTE tatsächlich einen Schleifen bauen und Case-If-Abfragen machen und so weiter aufgrund irgendwelcher Daten. Wir haben ja auch stellen sehr oft unseren User zur Verfügung, die wollen bestimmte Daten zum Beispiel nur dann anzeigen, wenn ein User eingeloggt ist. Die Daten, die SobiPro zur Verfügung stellt, beinhalten unter anderem den Namen des User und sein ID und so weiter. Und aufgrund dessen kann man zum Beispiel eine Condition machen und bestimmte Daten nur für registrierte User darstellen. Also es ist schon, im Endeffekt ist es XML-Sprache, die alt funktionell ist, und das ist, ich denke, insofern schön, dass für Menschen, die, gerade für Webdesigner, die gehen eher einfacher damit um, mit XSLTE als mit zum Beispiel PHP-Sprachen. Gut. Ja. Fragen. Danke.